So, dann gucken wir mal ganz kurz, dass er die Rechnung bezahlt. Und dann werden wir versuchen, mal Susi einzuladen. Wen haben wir denn hier? Boah, wie viele Leute hier in dem Haus wohnen, ist ja unglaublich. Das kenne ich so gar nicht. Das ist auch ein bisschen schade, muss ich sagen, bei Late Night. Die haben da riesige Hochhäuser, aber man kann pro Haus bloß eine Wohnung mal beziehen. Das ist echt ein bisschen mager. Das wäre ganz gut gewesen, wenn man in so einem Hochhaus halt ein paar Parteien hätte einziehen lassen können. Aber das geht dann so leider nicht. Ich glaube, das ist unser, genau, Bertram Plunkett ist unser Nachbar. So, und dann werden wir nämlich mal versuchen, die gute Susi anzurufen. Sim anrufen, nach Hause einladen, wenn er sich dann wieder auf die Fresse gelegt hat. Mein Gott, Jungs, so schwer kann das doch nicht sein. Ja, da ärgern sie sich immer. Ja, wo haben wir denn? Die gute Miss Susi Flutsch, Flutsch, da ist sie. Wie genau? Die genau, gut, sie kommt rüber, das ist schön. Machen wir mal. Derweil fangen wir mal ein kleines Stillleben an. Ein stilles Leben hatten wir ja schon. So. Komm, wir machen mal das Schachbrett hier. Das ist mal ein bisschen schwer zu steuern. Komm, die weiße Ebene. So, womit schießt man ab? Mit C. So, ein Schachbrett bitte, Mr. Rockstein. Das Handy bimmelt schon wieder. Das könnte reinlassen. Natürlich lassen wir sie rein. Das könnte die gute Susi sein. Sie ist es auch. Ist sie unten? Ja, da kommt sie, da kommt sie. Können wir derweil jetzt schon mal die Pinsel zur Seite legen, weil das dauert immer ein bisschen. Was will er denn jetzt? Gärtnern? Alter, du bist Rocker, kein Gärtner. So, gleich irgendwie mal kurz ein süßes Begrüßungsküsschen. Hallo, Baby. So, und jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Möchtest du hier übernachten? Okay, hat sie wohl Bock drauf, sagt sie. Super, okay. So, dann plaudern wir mal eine Runde. So, dann halten wir noch ein bisschen Händchen. Vitor, genau. So, ein bisschen verliebt umarmen. Aber dass er hier Gärtnern will, finde ich ja witzig. Auf einer Party spielen. Schwärmen wir ein bisschen von Musik. So, was machen wir noch? Kleines Kompliment übers Aussehen. Bisschen rumknutschen ist immer ganz gut.
Wie spät haben wir es jetzt hier? Kurz vor 8. Okay. Nochmal ein schüchternes Küsschen. Ich würde sie gerne einziehen lassen, weil ich das dauert wohl noch ein bisschen. Romantisch. Knutschen wir noch eine Runde. So, ihr seht, worauf das hinausläuft. Vielleicht seht ihr das. So, Heiratsantrag machen. Okay. Aber sollen wir jetzt schon heiraten? Oha. Ich glaube, wir betätigen uns erstmal ein bisschen sportlich. Weil heiraten ist doch schon eine harte Nummer, ne? Irgendwie, ne? Wobei, dann würden sie natürlich zusammenziehen, ne? Aber ich weiß es nicht, ey. So, auf zum Sportplatz, würde ich sagen. Liebe Kinder, es wird wieder sportlich. Tja, was machen wir? Heiraten wir? Aber heiraten ist... Obwohl, warum eigentlich nicht? Ja. Ein kleines Fußballspiel unter der Bettdecke, liebe Kinder. Das war die Sportveranstaltung des heutigen Abends. Ja, es scheint dir gefallen zu haben. So, Baby machen, nee, das lassen wir erstmal bleiben. Sollen wir denn heiraten, Freunde? Sag doch mal, sollen wir heiraten? Oh, er stirbt eine Runde. Komm, jetzt wird erstmal eine Runde geknutscht. Ja, sie hat mir den coolen Waschelgang drauf. Das heißt, wir sind sportlich außer Haus tätig gewesen. Yeah, Rock'n'Roll. Schade, ich dachte, man könnte hier erstmal einziehen. Rumschmusen. Nee, ich glaube, das mit dem Heiratsantrag hat sich irgendwie erledigt, ey. Dann flirten wir mal ein bisschen. Rock'n'Roll. So. Wange streicheln. Komm. Mädels, Kinders, Jungs, wir werden jetzt heiraten. Ach, ist es nicht wunderbar romantisch? Yeah. Okay, damit sind wir jetzt erstmal verlobt. Und dann würde ich sagen... Oh, ich glaube, wir sind gerade ein Drei-Sterne-General geworden. Super. So, okay. Romantisch, Hochzeit im kleinen Kreis. Natürlich alles in Schlafklamotten, wie sich das gehört für eine Rockerbraut und einen Rockermann.
Weba do no Subi Deka. Forja. Ach, ist es nicht wunderschön. Ach, wie romantisch. Da muss ich ja gleich anfangen zu weinen. So. Okay, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Haushalt Flash, Haushalt Rockstein. Den machen wir zum aktuellen Haushalt. Möbel verkaufen. Ja, klar, können wir verbimmeln. Die Scheiße, das was Wichtiges haben beim Inventar. Rock'n'Roll. Yes. Rockstein ist der neue Haushalt. Gut, weil ich mag das Apartment einfach. Und bevor wir nicht richtig Kohle haben, um uns, sagen wir mal, was Größeres zu kaufen, würde ich sehr, sehr gerne hier bleiben. Deswegen. So, dann machen wir mal ganz kurz hier einen Kuss zur Hochzeit. Yeah. Und das Geile ist, wir sind jetzt ein 3-Sterne-General geworden. Einfach nur, weil wir geheiratet haben. Ne? Ja, super. So, romantisch. Dann komm, gleich noch eine Sportveranstaltung auf die Hochzeit. Hochzeitsnacht soll ja auch ein bisschen lustig sein, ne? Yeah. So, wie ihr seht, haben wir jetzt zwei enttäuscht. Barmixerrat, ja, uns doch egal. Neues Zuhause, cool. So, und damit die Hochzeitsnacht auch ein bisschen mit Aktivitäten gepaart ist, machen wir einmal Pommes grün. So, liebe Kinder, wir sind wieder bei der Sportstunde. Einmal Hochzeitsnacht zum Mitnehmen, bitte. Yeah. Ja, super. Jetzt müssen wir ganz kurz hier bei Susi ins Inventar gucken. Ja, die Instrumente sind alle noch drin. Schreiben, möchte sie lernen? Okay. Kurs in Schreibfähigkeit kriegen wir auch irgendwie hin. Wann muss sie denn arbeiten? Schackern muss sie. Heute hat sie frei, morgen um 13 Uhr. Okay. So. Auf, komm, knuddeln wir mal ein bisschen. Okay. Dann machen wir es anders. Ach, ist sie herrlich verliebt. Er spielt dabei ganz in Ruhe Schach. Amadeus. Aha. So, was möchte er denn jetzt hier? Mit zwei Stars anfreunden? Mit drei Stars anfreunden? Mit Susi Rockstein jammen? Okay. Dann versuchen wir das mal. So, was machen wir noch? Kleines Kompliment übers Aussehen. Bisschen rumknutschen ist immer ganz gut. Wie spät haben wir es jetzt hier? Kurz vor 8. Okay. Ein schüchternes Küsschen. Ich würde sie gerne einziehen lassen, weil ich das dauert wohl noch ein bisschen. Romantisch. Knutschen wir noch eine Runde. So, ihr seht, worauf das hinausläuft. Vielleicht seht ihr das.
So, Heiratsantrag machen, okay. Aber sollen wir jetzt schon heiraten? Oha. Ich glaube, wir betätigen uns erstmal ein bisschen sportlich. Weil heiraten ist doch schon eine harte Nummer, ne? Irgendwie, ne? Wobei, dann würden sie natürlich zusammenziehen, ne? Aber ich weiß es nicht, ey. So, auf zum Sportplatz, würde ich sagen. Liebe Kinder, es wird wieder sportlich. Tja, was machen wir? Heiraten wir? Aber heiraten ist... Obwohl, warum eigentlich nicht? Ja. Ein kleines Fußballspiel unter der Bettdecke, liebe Kinder. Das war die Sportveranstaltung des heutigen Abends. Ja, es scheint dir gefallen zu haben. So, Baby machen, nee, das lassen wir erstmal bleiben. Sollen wir denn heiraten, Freunde? Sag doch mal, sollen wir heiraten? Oh, er stirbt eine Runde. Komm, jetzt wird erstmal eine Runde geknutscht. Ja, sie hat mir den coolen Waschelgang drauf. Das heißt, wir sind sportlich außer Haus tätig gewesen. Yeah, Rock'n'Roll. Schade, ich dachte, man könnte hier erstmal einziehen. Rumschmusen. Nicht. Ist sie unten? Ja, da kommt sie, da kommt sie. Können wir der jetzt schon mal die Pinsel zur Seite legen, weil das dauert immer ein bisschen. Was will er denn jetzt? Gärtnern? Alter, du bist Rocker, kein Gärtner. So, gleich irgendwie mal kurz ein süßes Begrüßungsküsschen. Hallo, Baby. So, und jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Möchtest du hier übernachten? Okay, hat sie wohl Bock drauf, sagt sie. Super, okay. So, dann plaudern wir mal eine Runde. So, dann halten wir noch ein bisschen Händchen. Vitor, genau. So, ein bisschen verliebt umarmen. Aber dass er hier gärtnern will, finde ich ja witzig. Auf einer Party spielen. Schwärmen wir ein bisschen von Musik. So, dann gucken wir mal ganz kurz, dass er die Rechnung bezahlt.
Und dann werden wir versuchen, mal Susi einzuladen. Wen haben wir denn hier? Boah, wie viele Leute hier in dem Haus wohnen, ist ja unglaublich. Das kenne ich so gar nicht. Das ist auch ein bisschen schade, muss ich sagen, bei Late Night. Die haben da riesige Hochhäuser, aber man kann pro Haus bloß eine Wohnung mal beziehen. Das ist echt ein bisschen mager. Das wäre ganz gut gewesen, wenn man in so einem Hochhaus halt ein paar Parteien hätte einziehen lassen können. Aber das geht dann so leider nicht. Ich glaube, das ist unser, genau, Bertram Plunkett ist unser Nachbar. So, und dann werden wir nämlich mal versuchen, die gute Susi anzurufen. Sim anrufen, nach Hause einladen, wenn er sich dann wieder auf die Fresse gelegt hat. Mein Gott, Jungs, so schwer kann das doch nicht sein. Ja, ärgern sie sich immer. Ja, wo haben wir denn? Die gute Miss Susi Flutsch, da ist sie. Genau. Gut, sie kommt rüber, das ist schön. Machen wir mal. Derweil fangen wir mal ein kleines Stillleben an. Ein stilles Leben hatten wir ja schon. So. Komm, wir machen mal das Schachbrett hier. Das ist mal ein bisschen schwer zu steuern. Komm, die weiße Ebene. So, womit schießt man ab? Mit C. So, ein Schachbrett bitte, Mr. Rockstein. Das Handy bimmelt schon wieder. Das könnte reinlassen. Natürlich lassen wir sie rein. Das könnte die gute Susi sein. Sie ist es auch. Ich glaube, das mit dem Heiratsantrag hat sich irgendwie erledigt. Ey. Dann flirten wir mal ein bisschen. Rock'n'Roll. So. Wange streicheln. Komm. Mädels, Kinders, Jungs, wir werden jetzt heiraten. Ach, ist es nicht wunderbar romantisch? Yeah. Okay, damit sind wir jetzt erstmal verlobt. Und dann würde ich sagen, oh, ich glaube, wir sind gerade ein Drei-Sterne-General geworden. Super. So, okay. Romantisch, Hochzeit im kleinen Kreis. Natürlich alles in Schlafklamotten, wie sich das gehört für eine Rockerbraut und einen Rockermann. I'll know me, Dab. Ah. We but do know Subi Dakar. Forger. Ach, ist es nicht wunderschön. Ach, wie romantisch. Da muss ich ja gleich anfangen zu weinen. So. Okay, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Haushalt Flash, Haushalt Rockstein. Den machen wir zum aktuellen Haushalt. Möbel verkaufen, ja klar, können wir verbimmeln. Die Scheiße, das was Wichtiges haben beim Inventar. Rock'n'Roll! Yes! Rockstein ist der neue Haushalt. Gut, weil ich